3 Gefäße sollst du holen, 3 Gefäße frisch gestohlen, 3 Gefäße unverhohlen, 3 Gefäße wie das Gesicht von Dieter Bohlen. Ich weiß nicht. Hi, herzlich willkommen zurück bei Skrym. Auf der Suche nach 3 Gefäßen. Mit Hilfe dieser 3 Gefäße kann Hevnorak wieder auferstehen. Ihr müsst sie vor ihm finden. Wir müssen die 3 Gefäße finden, sonst kann Hevnorak wieder auferstehen. Gut, aber warum fürchtet ihr Hevnorak? Er wusste, andere für sich einzunehmen und hat sich eine Armee von Gefolgsleuten aufgebaut. Gute Männer fielen unter seinen Bann und waren für immer verdorben. Huch! Sie wurden böse. Böse. Danach genügte die Furcht, um sie in Schach zu halten. Er konnte sie foltern und erniedrigen, ohne dass sie aufbegehrten. Selbst im Tod dienen sie ihm noch. USA. USA. Okay. Ja, was genau soll ich denn tun, um den Hevnorak aufzuhalten? Such die Gefäße in Valtume und dann kehr zu mir zurück. Mit ihnen können wir ihn besiegen. Aber wer seid ihr und wieso sollte ich euch trauen? Genau, warum seid ihr überhaupt hier? Hevnorak plante wie besessen seine Auferstehung, bevor er starb. Meine Pflicht im Leben wie im Tod ist es, dafür zu sorgen, dass er für immer in diesem Grab bleibt. Für immer in diesem Grab bleibt. Ehrlich gesagt, ich halte diesen Mann nicht, also diesen Geist nicht für so vertrauenswürdig. Thron, kann ich mich da auch hinsetzen? Oh, schade. Wäre lustig gewesen. Gut, also, ihr habt's gehört. Wir sollen ins Grab steigen. Lydia, bist du dabei? Lydia ist auch dabei. Wunderbar. Wir steigen heute hinab in ein Grab. Oh, in dem schon manches Ungeziefer starb. Das ist ja eine gute Sache. Ich schau mal kurz was. 201 Traglast. Auf nach Valtume. Ich hoffe, wir humpeln hier nicht wieder überladen raus. Das ist meine größte Sorge. Oh. Gut, meine zweitgrößte Sorge offenbar. Hier sieht's wirklich sehr... es sieht sehr ungesund hier aus. Valtume. Oho. Du Blume. Ohoho. Ich gehe mal hier ein bisschen außen am Rand entlang. Okay, da geht's auch runter. Was soll schon passieren? Ja, schön. Gut. So, würde mich auch freuen, wenn man hier so Sachen entzünden. Blutschale aktivieren. Lydia, würdest du kurz mal eine Pulsader in die Schale halten? Eine Blutschale, wie kann ich die denn aktivieren? Ich habe das Gefühl, er wird zurückkehren und es wird an uns sein, ihm dann Einhalt zu gebieten. Kann das denn wahr sein? Sodass dieser Spuk vielleicht ein Ende findet, weil wir zufälligerweise, ja, Helden sind wir ja nun nicht. Müssen wir mal gucken. Ich geh mal ganz kurz hier hinten Backstage. Ja. Lydia, kommst du mit? Gut. Das war jetzt schön, dass die Kampfmusik einsetzt. Ui. Gut, Lydia, du guckst mal da vorne. Ich schau mal hier ganz kurz in die Urne. Da vorne. Sie schaut da vorne. Ich schau in die Urne. Okay, die Draugen hier sind, bin ich ganz ehrlich, die sind relativ übersichtlich. Von ihrem Gefahrengrad her. Also alles sehr entspannt hier hinten noch.
Ah, da kommen wir wahrscheinlich später rein. Okay. Hier ein bisschen Linen-Wrap nehme ich einfach mal wieder mit, um Leute zu ärgern. So, Septime, falls erlaubt, würde ich mir auch noch einverleiben. Knochenmehl, ja, lass sie sogar mal lieben. Lieben, ich lass das lieben. Lass ich lieben. So, guck mal hier, Linwrap. Also irgendwas müsst, ihr müsst mir schon ein bisschen was gönnen. Oh, jetzt habe ich Knochenmehl mitgenommen. Ja, nee, Trollfett nehme ich auf jeden Fall mit. Trollfett ist ein guter Margarineersatz. Kann ich nur empfehlen. Schmeckt auf dem Toast sehr lecker, ein bisschen würzig auch. Kann man nur zu raten und ist gesünder als Butter. Butcher! Wer ist denn das? Da unten ist eine riesige Truhe, da schleicht sich einer durch die Gegend, wir kommen aber nicht rein. Wir sähen nur... Ach, hier ist... Hier wäre es durchgegangen. Begräbnis ohne alles leer. Oh, Linwrap, geil. Wir sehen nur... Ach, jetzt kommen wir hier runter. Ob wir das wollen, weiß ich nicht. Ich glaube, ich möchte da drüben drauf springen, aber ich weiß nicht, ob ich es packe. Toll. Zu spät abgesprungen. Ja, mein lieber Freund Drauderwicht. Mein lieber Freund, der Draugerwicht, der hier blaue Augen kriegt. Oh, wer hat denn da auf mich... Hat da jemand auf mich eingeschlagen? Ich spüre es. So. Offenbar eine Art Kirche hier. Da wir runtergefallen sind und sonst auch gesprungen wären... Ach, Lydia ist doch hinterher. Ich wollte gerade sagen, kommt unsere gute Freundin Lydia wohl nicht hinterher. Was ist mit dem Geist da oben? So, das nehme ich alles mit. Geist? Höre Geist! Okay, ich schau mal hier. Boah, ich muss unbedingt diesen Fluch loswerden, ne? Hier geht's noch weiter in die Tiefe. Book, alles klar. Ja, oh, was ist denn das hier? Amethyst. Flawless Emerald. Wunderbar. Schere. Begräbnis ohne, lass mich raten. Oh, ich dachte Knochenmehl. Aber steht jetzt ein Silberring. Und ein Zaubertrank. Ja, wunderbar. Wenn ich nicht Vampir bin, bin ich verflucht. Weißt du, eins ist... Irgendwas ist ja immer... Auch hier geht wieder eine Tür irgendwo hin rein. Eisentür-Experte. Ach so, ja gut, da mal gucken. Ich werde... Oft werde ich Experte genannt, ja. Jetzt wird es aber Zeit, dem auch gerecht zu werden. Wie gesagt, oft werde ich Experte genannt. Und da wird es auch mal Zeit, dem gerecht zu werden. Hallo. So, da flog doch gerade noch was, ne? Sag mal. Lydia, wenn da eine Spinne ist, hau mal um, ne? Danke. Das war der Drauge, der gerade hier oben hing, ne? Den wollte ich mich eigentlich verprügeln. Schon mal Präventivverprügelung. Waltum Kellerschlüssel. Oh, vielen Dank. Also mit dem Zweihänder ist diese Krankheit hier gerade echt nervig. Ich will mal ganz kurz gucken. Regeneration, eine Anfälligkeit, Tollkirschenextrakt, Frostbissgift. Der Heilung stellt nur Magiker wieder her, Regeneration, Gesundheit regeneriert sich, aber das ist alles, sind alles nur für Gesundheitspunkte, ne? Das ist nicht, um irgendwelche Zustände wieder zu lösen. Sturm Atronach, des Chaos, Schneesturm, Stutzzirkels,
Okay, Bear of the Undead, Guardian Circle, Harmonie, Massenlähmung. Okay, da sehe ich irgendwie noch nichts in der Richtung. Naja gut, ich dachte, vielleicht hätten wir da irgendwie, vielleicht gibt es da auch Tränke. Es gibt wahrscheinlich Tränke und ich habe die wahrscheinlich alle zu Hause abgeladen. Und hätte die vielleicht mitnehmen sollen. Vielleicht, eventuell, ich weiß es ja nicht. So, das ist ja schon mal ganz gut. Und jetzt können wir hier durch die Eisentür. Ah. So. Wir sind quasi andersrum gegangen. Gift der Lähmung, vielen Dank. Bewendeter Eisenschild brauche ich nicht. Die Schädel, hier sind keine heldenhaften Schädel, die kann ich ruhig liegen lassen. Wären wir da oben eingebrochen, hätten wir uns hier unten durchkämpfen müssen. Jetzt sind wir aber von der anderen Seite durchgegangen, weil wir natürlich alles absuchen hier. Spinneneier nehme ich auch mal mit. Für ein köstliches Omelett. Hier kann ich leider nicht hinten. Na gut. Dann haben wir hier soweit alles. Drei Gefäße. Aber was für Gefäße eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie die aussehen, die Gefäße. Gefüße. Da weiß ich zumindest, wie die aussehen. Ich kenne mich nicht damit aus, aber Gefüße, da kann man sich vorstellen, wie die aussehen. Aber sonst, das sind ja auch Gefäße hier. Ganz ehrlich, ist mir zu riskant. Ich kann mir vorstellen, dass wir damit vielleicht jemanden umbringen können. Aber umgekehrt funktioniert das leider auch. Die hängen hier überall, ne? So. Die hängen hier einfach überall. In der Gegend rum. So, ein bisschen Leder nehme ich natürlich mit. Lederstrips. Die guten Lederstrips, die wollte ich dabei haben. Hallo? Kartoffel. Ja gut, da sage ich nicht nein, wenn die schon mal da liegen. Die sind bestimmt frisch. Gar kein Problem. Hier schon wieder Wickerschein. Ich habe nur einen Führerschein. Das reicht aber auch. So, was ist da? Hinsetzen, Tisch. Ach so, nee, Tisch will ich mich nicht hinsetzen. Hier gibt es sonst nichts. Noch ein bisschen Lederstrippen. Weizen, warum nicht? Bärenpelz. Pelze, Pelze. Schädel. Trollschädel. Ich könnte meine Sammlung erweitern, aber ich lasse ihn mal weg wegen Tragelast. Irgendwas schnauft hier die ganze Zeit und ich bin es nicht. Oh, warte mal, hier unten ist noch ein Tornister. Das Lösegeld für Zarek. Was ist denn... Das Lösegeld für Zarek? Ach, uralte Sagen mit Wem. Okay, gut, 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 gut. Ich dachte, wir sind hier wieder über irgendwas gestolpert. Man weiß ja nie. So, okay, hier gibt's sonst gar nichts. Wir haben alles mitgenommen. Ja gut, das macht den Ratten auch mal nicht viel aus, oder? Die sind schon tot. Oh, wie gemein. Level 50? Level 50? Okay, ich glaube, die sind genau so gestorben. Ja. Die sind einfach ausgestopft plötzlich.
Level 50? Lydia, die sind alle Level 1 und auf einmal kommt dir dieser Level 50, Mann. Wie soll man denn, wie ist das denn, das versicherungstechnisch kriegen wir das gar nicht hin. Hallo? Ausdauer. Nee. So. Entschuldigung, ich habe halt so einen mächtigen Hammer, da kann ich nichts für. Oh, okay. Oh nein, ich habe einen Knochen mehr mitgenommen. Oh nein, Diabo. Oh wei, jetzt habe ich es getan. Schon das zweite Knochenmehl hier. Das ist Stümperei. So, trübes... Oh. Das war eins der Gefäße. Trübes Gefäß. Den Level 50 können wir so vielleicht... Können wir den dann verhindern? Aber der ist ja dann schon gespawnt. Was liegt denn da? Ein Ring. Habe ich doch genau gesehen. Okay, das war jetzt ein Gefäß... Hallo. Aber wo ist drei Gefäß? Ich vermute mal, hier ist zwei Gefäß, ne? Irgendwo hier. Was für eine hutzlige Wohnruine das ist. Jo. Steinchen, die nur auch mit. Hier wird zwei Gefäß irgendwo sein. Hat er hier alleine gelebt? Dafür wohnt er aber ziemlich üppig. Oh, das würde ich nicht unbedingt alleine nennen. Lydia! Oh. So, was ist mit meinem Lämpchen? Lämpi? Lämpi? Jetzt ist Lämpi wieder da. Ist wahrscheinlich die Flamme ausgegangen. So, das lohnt sich alles gar nicht. Man wird ja doch ein bisschen anspruchsvoller, ne? Also ich kann diesen Schrott, den die ja dabei haben, echt nicht mehr mitnehmen. Theoretisch könnte ich das schon noch und alles sammeln. Aber einerseits würde ich dann gelüncht werden und andererseits will ich das inzwischen auch gar nicht mehr, weil das halt wirklich... Puh, das ist viel Stuff. So. Dieser Käse muss wunderbar gereift sein. Der muss die ganze Höhle hier zuriechen inzwischen. Oh, was ein Aroma. Mm. So. Dann lass doch mal gucken. Da ging es irgendwie auch nach unten. Wo geht's denn hier hin? Adept. Okay, das kostet uns wieder ganz viele Dinger. Na, okay, warte. Na, also. So. Hallo, ich bin's, Adepto. Oh, Knobi. Der Mann wusste zu leben. Im Tod. So, Dwarven War Axe, nehme ich nicht mit, weil, warum auch? Wenn man die einschmelzen könnte, wäre es toll.
noch mehr geiler alter Käse. Der argonische Bericht, weißt du was? Dann hier würde ich aber wieder zuschlagen. Bücher finde ich immer gut. So. Das finde ich toll. Bücherinos, die dunkelste Dunkelheit. Die fast noch dunkler ist als die dunklere Dunkelheit. So. Ich werde ein Buch schreiben über differenzierte Dunkelheiten. So. Der Kuchen und der Diamant. Hm. Normalerweise würde man sagen, ich nehme auf jeden Fall den Kuchen. Aber sei schlau, nimm den Diamanten und kauf dir davon zwei Kuchen. Ja, Kuchen. Geil, Kuchen maximiert. So. Okay. Gut. Urne. Ein paar Septimchen drin. Lohnt sich fast nicht. Hier noch ein bisschen Gesundheit, ist ganz gut. Knochenmehl, wunderbar, das habe ich gesucht. Die Hoffnung der Redoran. Die Redoran, ja. So, was haben wir hier noch? Dieb der Tugend. Zweimal, glaube ich. Das sind die Originalausgaben, deswegen nehme ich die mit. Die haben Sammlerwert. Edra und Dedra kennen wir natürlich schon. Aber es ist immer gut, ein Backup zu haben. Und hier nochmal Ingolf und die Lux. Und da oben noch Drum. Drum lasse ich es stehen. Okay. Hier haben wir jetzt ausgeräumt. Aber was uns fehlt... Lydia, steck mal die Waffe weg jetzt. Oh, Talos Fehler. Ich würde gerne hier irgendwo ein Gefäß mitnehmen. Teller gibt's hier. Ich setze mich nochmal auf den Thron. Ich sehe Thron, ich setze mich hin. Bin ein schlichtes Gemüt. Ich hoffe immer, wenn man sich auf den Thron setzt, dass irgendwo eine Geheimtür aufgeht. Aber da war die Axt drin. Genau. Ja, gut. Schön. Aber nicht zielführend. Ich komme mir so ein bisschen vor wie bei Indiana Jones. Muss hier gleich den Becher des Zimmermannes finden. Und hier sind das Fallen, die hier stehen? Oder einfach nur Steine? Einfach nur Steine, okay. Gut, Lydia, das ist nichts. Offenbar. Offenbar hat jemand sehr gerne Gefäße gesammelt. Ich sehe hier überall Vasen und sowas. Oh. Särge. Oh, wie Särge fällt mir das. Hier, durchsuchen Skelett. Der hat bestimmt noch viel dabei. Wo der die Münzen versteckt, das würde ich gerne mal wissen. So, alle Särge sind leer, aber noch extrem hochwertig. Muss man einfach sagen, der Zahn der Zeit hat hier nichts. Kein bisschen Feuchtigkeit, kein bisschen Moos. Einfach gar nichts. Toll, wie toll das erhalten ist hier. Särge. Sergej. Hier drüben, da geht's noch weiter rein. Aber ich suche ja immer noch die Urne. Ich habe eigentlich gedacht, also das Gefäß. Ich habe eigentlich gedacht, das hätten wir jetzt. Hallo? Das war auf jeden Fall ein uralter keltischer Stamm der Gefäßliebhaber. Wenn ich mich hier so umsehe, guck mal hier überall. Vasen, Schmasen, Nasen. Hier ist alles voll mit Gefäßen. Toll. Und Ringe. Manchmal ist so... Was? Ja, aha. Bis sie mit dem Spiel fertig sind. Ich sehe schon. Danke, Windows. Danke. Das ist aber lieb. Immersive. Das ist richtig nett. Gut. Ihre Pornos sind jetzt runtergeladen. Also, weißt du, schön. Okay. Das war eine aktuelle Skyrim-Meldung. So. Aber sonst, hier. Oh, warte, da ist noch Begräbnis. Und ist da noch ein Ring drin? Oh. Ja, gut. Das haben wir, gut, dass wir uns ein bisschen umgucken, ne? Aber das, was wir suchen, ist hier immer noch nicht. Wie viele Gefäße haben die denn gehabt? So, hier ist noch eine Begräbnisurne. Alter, Rubinchen. Nicht der übliche Rotz.
Ist das okay, wenn wir da reingehen? Ich meine, wir müssen wohl. In die Katakomben. Dort zog man uns die Plomben. Ja. Ich fühle mich hier sehr willkommen übrigens. Hallo? Das kann doch nicht gut sein. Ich meine, warum nicht? Wenn wir schon mal da sind. 9 Eisen. Wow, lohnt sich richtig. Hey! Schnabbidu, Schnabbidi, Schnabbidu-di-di-di. Okay, so riesig ist sie jetzt auch nicht. Ich würde die gerne tame und dann als Pferd benutzen. Ciao. Ich nehme an, du brauchst keine Hilfe, Lydia, ne? Dovakin, la 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 la. Doppelkin, Doppelkin, la 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 la. Das Lied der Fettwerdung. Halt alles sehr groß hier, was ich ehrlich, eigentlich begrüße ich das ja auch. Aber Zappalot noch eins. Ich soll doch 3 Gefäße finden. Ich dachte, eine Folge wird schon reichen. Doch sehe ich mich noch morgen hier schleichen. Ciao. Leg dich wieder hin, Kumpel. Oh, ja, nice. Da. Ciao, leg dich wieder hin, Kumpel. Kommt der hier angeholpert? Angeholgert. So, Lydia, gib 8. Septimchen. Hier ist eine Falle, Lydia. Pass ein bisschen auf, ne? Okay. Lydia, nein! Du bist eine Zauberin. Wie graziös sie sich dazwischendurch bewegt. Es ist mir beinahe so, als hätte ich jetzt ein Gefäß übersehen. Und wir kommen jetzt schon zum 3. Lydia, ich habe das gehört, das war nicht mein Bauch. Ich glaube, hier wandelt noch einer hinter den Reihen irgendwo. Er, der hinter den Reihen wandelt. Du Lump! Halt die Schnauze! Oh! So, schicke Friese, mein Lieber. Schicke Friese, aber schäbiges Outfit. Steht sogar da. Das ist so schäbig, dass es da steht. Okay, Knochenmehl. Geil. Lass ich ausnahmsweise mal liegen. So. Okay. Gefäß, Gefäß, Gefäß. Ich wünsche, ich hätte 3 Gesäße mitbringen können. Das ist sehr labyrinthisch hier unten. Ich habe das Gefühl, ich habe schon ein paar Türen übersehen hier irgendwie, ne? So, Lüdi, machst du kurz. Dann zwiebel ich wieder von der Seite rein. Und jetzt du. Komm, Lydia. Gönn. Na, komm. Wenn sie nicht will, dann mache ich mal eben schnell. So. Oh, ein Orikalzium. Hier ist ein Kalziumschild. Schön. Ebenerzkriegsaxt. Macht 17 Schaden. Naja. Ein Amulett von Labello. Nehme ich auch gerne mit. Mich deucht, wir haben hier bestimmt schon irgendwo Gefäße übersehen. Gott,
Potzblitz. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Guck mal, hier sind die billigen Särge. Naja. Kollektion Lumpu. Oh. Noch ein Fürst. Ich verstehe. Amerika-Fürst. Ja, ja, Mokbar. Ich gönne mir mal ganz kurz eben... Ha, geringe Magiker, hier der Gesunder. Wow, das lohnt sich halt fast gar nicht mehr. Geringe Heilung. Ich hau mir die alle rein. Bin süchtig. Solange der Agro auf mich hat, kann sie ihn ruhig zwiebeln. Okay, der hat die Agro nicht mehr auf mich. Jetzt kann ich ihn zwiebeln. Moin, Lüdi. So, schon wieder Ebenezer Sword. Sword? Was? Sword. Ich sag mal Sword. Bird, Bird, Bird. Bird ist a Sword. Okay. Was ist das denn? Ist das eine gute Idee, hier den mitzunehmen? Die schweben hier gerade so. Die steigen doch bestimmt gleich alle aus den Gräbern und greifen uns an, oder? Trübes Gefäß. Zwei von drei Gefäßen. Okay, aber wo mag das dritte Gefäß wohl stecken? Dass die hier nicht wieder auferstehen. Da bin ich ein bisschen am Rumwundern. Ich hätte gedacht, dass man hier dann, wenn die auferstehen, da oben die Dinger runterschießt. Aber offenbar, die haben einen Schlafplatz reserviert. Dann gönnen wir denen mal ein bisschen die Ruhe. Okay. Ich, ja, so geht's mir auch gerade, Lüdi. Okay. Sehr viel Explosionszunder. Wir waren da aber schon. Ich hoffe, ich muss nicht gegen den Level 50-Typen antreten. Ich kann mir vorstellen, dass es aktuell noch ein bisschen schwierig wäre. Ja, ich höre dich doch schon. Du brauchst gar nicht so lachen. Das ist nur ein Job, den ich hier mache. Oh! Oha! Jetzt du. So. Schicke Friese. Ich erwähnte es bereits. Dann los. Lydia, lass dich nicht verunsichern. Wir schaffen das irgendwie. Ah. Ich droppe das mal wieder. Lohnt sich, glaube ich. Oder diese 150 Sachen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich die, ne, Wert 150 kann ich eigentlich auch fallen lassen. Ich sollte auf alles über 200 gehen. Wenn überhaupt. Alles andere ist irgendwie so... Pille. Will jetzt hier nicht großkotzig wirken, ja, mit meinen zahlreichen Immobilien in Himmelsrand. Ja, okay, so geht dazu. Ich glaube, Lydia habe ich nicht abgeladen beim Pferd, oder? Lydia, habe ich nicht abgeladen beim Pferd? Ich bin direkt hinter euch. Ja, ja, aber hier? Wie kann ich euch dienen, Tane? Habt ihr vielleicht noch ein Händchen frei? Oh, nee, hat sie nicht, glaube ich. Oder? Gewicht 38. Das war's auch schon. Cool. Danke, Lüdi. Ja, das war's. Exakte Mundo. Dann mal los. Soll aber erstmal reichen. Später wird es problematisch. Ich muss dann alles in irgendeiner Kiste ablegen. Ja, hör mal. So richtig ruhelos ist der jetzt aber nicht mehr, ne? Der hat seine Ruhe gefunden. Ja, kann auch seinen Scheiß behalten. Muss ja auch nicht wieder aufstehen. Okay. Ruheloser Trauk.
Hallo, mein Gott. Wie ganz kurz die Augen-LEDs angehen und dann wieder aus. Finde ich irgendwie gut. So, bevor ich hier am Kettchen ziehe, da gehe ich nicht lang, weil ich immer Angst habe, dass Lydia eine Falle auslöst, was sie selten macht. Aber wenn, dann kriegen wir das oft in die Fresse. Da ist die Falle. Das da war der Altar. Hier ist auch sonst kein Drauge mehr. Nee. Na gut. Ich weiß wirklich nicht mehr, ob wir inzwischen alles abgesucht haben hier. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Teletubby, winke, winke. Ich glaube, gleich ist ein guter Zeitpunkt zum Sterben. Lydia, kurz in Sicherheit bringen. Ist hier auch eher bedingt geil. Hi! Ach, der ist nur Level 13. Okay. Ohne Hände? Kein Gezauber, Junge. Okay. Lydia, du bist ein bisschen schmutzig. Also in deinen Gedanken, meine ich. Und das begrüße ich sehr. Ich fühle mich verstanden. So, Flawless Amethyst. Hier sonst Begräbnis ohne. Wieder ein Ringchen. So, ich dachte zuerst, da kommt doch keiner raus. Taschendiebstahl, so einer ist es also. Ich verstehe. Oh nein. Ah, na gut. Wir werden... Oh, noch ein Drauge. Wir werden bestimmt noch eine Endkiste kriegen und die werden wir mühsam hier rausschleppen müssen. Ich weiß nicht, ob ich da runter will, wenn ich nicht weiß, wo ich wieder hochkomme. Da drüben komme ich wieder hoch. Ist das denn hier, wo der Bla... Ach, ist das... Ist gar keine... Nee, ist keine Brücke. Ist auch nicht das, was wir gesehen hatten, ne? So, was auch. Ich mach mal Folgendes. Ich mach mal kurz hier. Komm, wir machen das mal eben. In letzter Verzweiflung noch das Runebook. So. Und... Die trüben Gefäße brauchen wir auch nicht mehr, ganz ehrlich. Wir haben nur zwei, wir brauchen aber drei. Dann bringt das ja nichts. Dann lassen wir das. Linenwrap lasse ich auch mal liegen. Ausnahmsweise mal. Einfach wieder aufatmen. Ich dachte, wir kommen ja gut durch, aber leider. Habe ich noch Knochenmehl hier irgendwo? Ich sehe das Knochenmehl. Achso, Knochenmehl ist eine Zutat, glaube ich, ne? Knochenmehl. Ja. So, das wiegt halt auch viel. So. Die Begräbnisurnen lohnen sich halt schon. So, Lydia, ging's hier runter? Ja. Sie passt einfach immer besser auf als ich. Kann es sein, dass der Geist am Eingang uns vielleicht sogar beschissen hat? Dass er uns einfach angelogen hat? Wäre natürlich auch möglich. Und dass er hier nur die Reichtümer... Gut, ein Geist kann keine Reichtümer mehr looten. Mangels Materie. So, ich speichere hier nochmal, weil irgendwie kommt es mir trotzdem ein bisschen mulmig vor. Und wie riesig das hier ist, hätte ich nicht gedacht. So. Gut, da ist nichts mehr. Hi, Lüdi. Lüdi-Düdi. I like to püdi. Don't bother no büdi. Okay. Lass mich raten.
Ich speichere nochmal, weil... Ja, ne? Oh nein. Okay, das haben wir. Aber... Oh. Lydia, geh doch mal aus dem Feuer, Lydia. Sei doch nicht doof. Ich habe halt auch nur begrenzt Mitleid, ne? Da habe ich wirklich nur begrenzt Mitleid. Okay. Dann wollen wir mal eben gucken. Wo haben wir denn das? Das dauert ja schon viel zu lange. Ich wollte gar nicht so lange. Ich hätte zwei Folgen. Naja, ist ja auch egal. Wir machen das trotzdem jetzt mal. Da kommen wir den Aufnahmen aktuell nicht hinterher und machen hier immer diese 50-Stunden-Folgen. Benutzen kann ich den nicht. Wie konnte ich den nochmal angucken? Fliege? Fliege, Delfin, irgendwas. Das dürfte wohl die Fliege sein. Ne, warte mal, ich guck nochmal. Drache. Das ist ein Drache. Oh ja, könnte ein Wolf gewesen sein. Oder der hier, der Fly Like an Eagle. Ich glaube eher der Fly Like an Eagle. Und da unten dann, wie konnte ich nochmal nah an, nochmal nah heranziehen? Ausrüsten will ich ihn gar nicht. Warte. Oh, Alter, Ziegenhorn. Nein. Wo ist denn das Ding nochmal? Iron Dragon Claw. Was ist das da? Drache. Okay, das unten muss ich wohl. Ich guck mal. Mal schauen, was passiert. Yo. Let's go. War das gut? Aber uns fehlt immer noch das dritte Gefäß, ne? Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Das sagt auch schon alles. Oh, Fug. Ich halb gerade noch ein bisschen Wunderkleber an der Haut. Boah, Alter, ich bin jetzt schon tot? Okay, ich lasse es geschehen. Ich würde sagen... Nächste Folge... Ja, weil das zieht sich hier doch ein bisschen mit der Höhle. Nächste Folge, uns fehlt ja immer noch das dritte Gefäß. Ja, nächste Folge. Scheiße. Lydia, kommst du bitte? Lydia? Hat schon ordentliches Mundwasser drauf. Okay. Ich könnte mal Rolle des Schneesturms. Ziel erleiden 10 Sekunden lang 20 Punkte Frostschaden plus Ausdauerschaden. Da müssen wir mal ein bisschen ran, ne? Massenlähmung. Resistenz versagt, wird wahrscheinlich nicht passieren.
So, warte. Boah, der hat aber auch einen Mundgulli, der Junge. Puh, Chaos. Funktioniert hier nicht. Schneesturm vielleicht, eventuell, wahrscheinlich nicht. Bane of the Undead, Guardian Circle, ein Schutzkreis. Bis Stufe 35. Gut, das klappt hier auch nicht so richtig bei Level 50. Wir haben mal wieder den hier. Boah. Alles klar. Ich würde sagen, nächste Folge sehen wir uns wieder, weil... das macht Spaß. Ich muss die drei irgendwie separieren. Lydia müsste eigentlich mal hinterherkommen. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich muss die drei separieren. Es bringt nichts, wenn ich gegen alle drei gleichzeitig kämpfe. Ich müsste mir wahrscheinlich auch mal einen Fettrüstungszauber drauf machen mit irgendwas. Mit einem schönen Spell. Aber, ne, was ich sonst immer eher nicht mache. Und vielleicht könnte ich auch mal hier wieder statt dem Pferdehuf was Schönes drauf machen. Aber ich muss mal gucken, wie das hier alles funktioniert. Unerbittliche Macht hört sich ganz gut an. Mal schauen, wie es funktioniert. Heilung, Funken, Eichenhaut wäre auch ganz schön. Aber ich müsste erstmal gucken, natürlich, was es alles bringt. Magie. Habe mich damit ja noch nicht so auseinandergesetzt, wenn ich ehrlich bin, weil ich die ganze Zeit am liebsten hier rumlaufe. Kosten 155. Ob wir das können, weiß ich gar nicht. Gut, ich sage jetzt mal vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge überlegen wir uns was. Wir müssen die drei auseinanderreißen und jeden einzelnen massakrieren. Das ist der Plan. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Tschüss.